Mein Name ist Irmtraut Berner und ich komme von drüben, von der anderen Seite des Rheins, aus Winkenheim-Hochstetten. Ich bin im letzten Jahr zu Dichter zusammengestoßen. Und ich beginne mit einem kleinen Gedicht. Im falschen Zug. Mit Fragezeichen. Manche Menschen führen ein Leben wie auf Schienen. Gleise, die im Sonnenlicht glänzen, alle Weichen gestellt, der Zielbahnhof bestimmt, das Ticket in der Tasche, die Verantwortung beim Zugführer. Eine Reise ohne Umwege, die Fahrzeiten festgeschrieben, ein Vorankommen mit wohldosierter Geschwindigkeit, die Notbremse immer eine Armlänge entfernt. Aus dem Abteilfenster der erhabene Blick auf andere Leben. Vielleicht im Herzen eine vage Sehnsucht nach verschlungenen Pfaden. So, und wie sich in Krisenzeiten zeigt, kann auch das wohlgeordnetste Leben aus den Fugen geraten. Wie wir gleich hören werden, nicht nur das von Menschen. Mission Impossible. Sie kauert sich frierend in einen windgeschützten Winkel des gepflasterten Marktplatzes. Apathisch blickt sie hinüber zu der grauen Wolke ihrer Artgenossen, die sich unermüdlich einer geheimen Choreografie folgend immer wieder in die Luft schwingt, um sich dann an anderer Stelle sanft niederzulassen. Sie ist zu schwach, um sich an diesem Spiel zu beteiligen. Zu weit die zurückgelegte Flugstrecke, zu vergeblich die Mission. Das einst weiße Federkleid ist versenkt, die Flügel gebrochen, verstummt das hoffnungsvolle Gurren. Vor ihr im Straßenstaub ein kleiner, zerrupfter Zweig. Ich lege meine Hände behutsam um ihren ausgezehrten Leib und hebe sie vorsichtig vom Boden auf. Sie ist zu kraftlos, um sich gegen meine Berührung zu wehren, und in ihren kleinen Vogelaugen spiegelt sich das ganze Leid eines sinnlosen Krieges. Es scheint, als habe sie alle Hoffnung verloren, und dennoch in meinen Händen fühle ich das kleine Taubenherz tapfer und kräftig schlagen. Mit letzter Kraft öffnet sie den Schnabel, um den Ölzweig wieder aufzunehmen, den ich ihr vom Boden reiche. Liebevoll streiche ich über das matte Gefieder und flüstere ihr zu: Flieg, kleine Friedenstaube, flieg. So, und jetzt gucke ich hier in lauter so ernste Gesichter dabei. Fängt doch heute der Wonnemonat an und Sonne scheint zwar nicht, aber wir sind auf einem wunderschönen, heiteren Platz hier. Und deshalb jetzt noch was heiter-ironisches in meiner Geschichte, in meiner badischen Mundart. Ich denke auch, in der Pfalz hier wird das noch verstanden. Faschte Hauspierle. Oh, jetzt leiden sie gerade wieder alle unter der frühsommerlichen Infektionskrankheit, die in jedem Gatte ihre Opfer sucht. Nein, keine Angst, ich rede jetzt nicht von Corona. Was ich meine, ist Rasenmähen. Das muss ein brutal ansteckender Virus sein. Der springt von Gatte zu Gatte und gegen den ist kein Kraut wachsen und erst recht kein Rasen. Kaum hübsch gemütlich mit einer Kaffeetasse auf die Terrasse, geht schon beim linken Nachbar los. Und noch bevor der endlich fertig ist, hat sich schon der rechte angesteckt. Zum Schluss folgt der in der Mitte mit den heftigsten Symptomen. Mit seinem Benziner toppt der lärmtechnisch alle anderen. Am besten verziehst du dich jetzt ins Haus, sonst steckst du am Ende gerade noch selber an. So war es jedenfalls bis vor 3 Wochen. Seither herrscht in der Mitte so eine verdächtige Ruhe, dass einem das ganz unruhig macht. Ist ein Urlaub. Was der doch nicht, schon gerade nicht wegen seinem Rasen. Hat sein Benziner der Geist aufgehört? Oder ist er ganz ein Bienenfreund war und lasst jetzt eine Wildblume wie es wachsen?
Wir haben einen Spaziergang vorgedäuscht, um einmal über den Gartenzaun zu winseln, in Erwartung von einem urwaldmäßigen Wildwuchs. Aber wie mir durch die Stachelde spiegelte, waren wir schier geblendet von einem arschreinen englischen Rasen. Exakt 3 cm hoch. Einfach perfekt. Die Kinder von meinem Mann ist gar nicht mehr hochgegangen, so beeindruckt war der. Der Nachbar hat es mit Stolz gesehen und dann das Geheimnis gelüftet. Ein Rasenmäher-Roboter. Kein 2 Wochen Ruf hat so ein Ding auch bei uns Einzug gehalten. Mein Mann hat alles vorbereitet und sogar unter der Stachelbeere ein Garäschle gebaut, dass das Ding ein Dächle über dem Kopf hat und sich dort von seiner Erde ausruhen und wieder auftanken kann. Jetzt knabbert sich also der Roboter durch unseren Garten. Aber ich weiß nicht, irgendetwas ist merkwürdig. Also, wenn ich allein auf der Terrasse hocke, da siehst du nichts von dem Ding. Aber kaum lässt mein Mann sich blicken, da kommt es aus seinem Stachelbeerversteck, gerade zielstrebig auf ihn zu, stupst ihn gegen den Hausschuh und folgt ihm dann auf Schritt und Tritt. Bei mir dreht er sich einmal um die Achse und mäht in die andere Richtung weiter. Ich muss an die Prägung von der Graugänse denken und die gnadenlos allem hinterherrennen, was sie als erstes gesehen, nachdem sie aus dem Ei geschlüpft sind. Vielleicht ist das bei den Geräten ähnlich. Wer sie als erstes aus der Schachtel holt, der bleibt der Chef. Inzwischen hat das Ding sogar einen Namen. Cäsar, drunter ging es nicht. Obwohl, es passt irgendwie schon, weil der grasvernichtende Imperator hat bei uns zweifelsfrei die Gartenmacht ergriffen. Und ich bin scheinbar für alle Zeiten in Ungnade gefallen. Wenn mein Mann früher aus seinem Hobbykeller gekommen ist, hat er gerufen, Schätzle, was machst? Heut heus. Cäsar, wo bist du? Ganz ehrlich, ich fühle mich in meinem eigenen Garten nicht daheim. Irgendwann bin ich dann in der modernen Hausfrau auf einen Artikel über Staubsaugerroboter gestoßen. Seither herrscht wieder Parität im Haus. Noch am selben Tag habe ich aus dem Mediamarkt zur Maschine geholt. Ganz vorsichtig habe ich es aus seiner Verpackung genommen und auf den Boden gesteckt. Ich glaube, es war Liebe auf den ersten Blick. Wie der Kerl mich gesehen hat, haben auf sein Display alle Lämpchen geblinkt und seither war ich der nie mehr von meiner Seite. Eben Robby getauft, das passt zu dem fleißigen Schafferle. Am liebsten hat er es, wenn er am Kochen bin, da kriegst du den nicht aus der Küche aus. Ab und zu lasse er absichtlich was runterfallen, dass er sein Freude hat. Ich gebe es zu, inzwischen schwätze ich mit ihm. Er ist so ein guter Zuhörer und er hat mir noch nie widersprochen. Am Sonntag beim Tatort hat mir der Robby vom Boden aus wie wild angeblinkt. Dreimal ist er heftig gegen die Füße vom Fernsehsessel gedopst, bis er mir endlich erbarmt hat. Ich bin auf den Schoß genommen und irgendwann Gedanke verloren, sein glatter Buckel gestreichelt. Ich könnte schwören, dass seine Bürsteherden vor Seligkeit gezittert hätten. Also Leute, mir macht die Zukunft mit der künstlichen Intelligenz keine Angst mehr. Von wegen seelenlose Roboter. Unser Zoll sind fast schon haustierlich. Ja.